So, ihr seht schon, da hinten ist die Zitadelle der Zeit mit dem Zeitportal. Und das sind alles die Überreste. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass dies alles hier, die ganzen Ruinen, die Überreste sind der Zitadelle der Zeit. Der Heilige Hain. Hier ist es also. Und hier ist auch der Eingang zum nächsten Dungeon, den wir jetzt finden müssen. Ich muss sagen, für mich war der Eingang damals ja überraschend, dass es gerade hier ist, weil ich hätte diesen Ort echt nicht erwartet. So, hier ist nämlich, glaube ich, der Eingang. Und wir müssen bloß noch das Portal irgendwie aufkriegen. Oder war es jetzt woanders? Okay, was ist denn hier unten? Hier unten ist doch bestimmt auch noch was, oder? Oder geht's da bloß... Ja, okay, hier geht's zu dem Platz. Gut, Leute. Jetzt müssen wir versuchen, in den Dungeon zu kommen. Die Frage ist nur gerade, wo der Eingang ist. Da war das Masterschwert drin. Das haben wir rausgezogen. Und... stechen wir mal zu. Stimmt, richtig. Einmal in den heiligen Siegelstein stechen. Das hat den Tempel geöffnet. Ja. Und Leute, jetzt sehen wir erstmal nichts, weil wir gerade von Feinden angegriffen werden. Und zwar eine ganze Menge. Und nicht nur das, wir werden auch von Fledermäusen attackiert. Ich glaube, die beiden muss ich als Wolf erledigen. Na, komm. Ach Mist, jetzt habe ich, glaube ich, das Ganze zu früh gestartet, oder? Verdammt. Obwohl, ne? Alle getroffen? Nein, leider nicht. Gut, dann machen wir es anders. Werde ich erstmal die Hälfte hier machen. Und dann die beiden hier. So, komm. Jetzt klappt's aber. Yes! So, ihr wisst, was das heißt. Damit können wir jetzt ein Portal hier öffnen. Zu diesem Platz und damit auch zum Dungeon. Und ich würde sagen, in diesen Dungeon gehen wir jetzt einfach mal hinein. Das Tor müsste jetzt zu öffnen sein. Oder das Portal. Ist das nicht fantastisch, Leute? Damit haben wir einen riesen Zeitsprung gemacht und stehen jetzt quasi in der Zitadelle, wie sie einst vor Jahren ausgesehen hat.
Zwar nicht ganz wie bei Ocarina, aber das hier, Leute, und das widerspiegele ich immer wieder, die Theorie, ist für mich die Zitadelle der Zeit. Und wer Ocarina of Time kennt, der weiß vielleicht, dass dies zugleich auch der Tempel der Zeit ist. Ja, haben wir in Ocarina nämlich den Weisen des Lichtes Raru getroffen, oder Rauhu, wie auch immer er hieß. So, wir stechen nochmal rein und dann müsste der Entrance zum Zeittempel aufgehen. Okay, der Komulaner ist bereits vorausgestürmt, warum auch immer, und hat uns gezeigt, dass da der Eingang zum Tempel ist. Zeitschrein. Ist das nicht eine passende Musik für diesen Dungeon? Ich würde sagen, ja. Leute, willkommen im Zeitschrein. Einen sehr, sehr interessanten Dungeon. Waki, findest du nicht, dass mit diesem Statuen irgendwas nicht stimmt? Bis jetzt waren auf beiden Seiten die gleichen Statuen, aber hier ist nur eine. Ich glaube, hier sollst du dich wirklich auf dein Gespür verlassen. Ja, Mietner, hast du recht. Da fehlt nämlich eine Statue. Und hier ist die Bosskammer. Und um die Statue zurückzubekommen, brauchen wir das Dungeon-Item. Und das befindet sich so ziemlich weit oben im Tempel. So, nicht nur das, wir müssen die Statue benutzen, um diese Glocke hier zu aktivieren. Damit können wir nämlich auch was machen. Was das war, das weiß ich leider nicht mehr, weil es ist schon zu lange her. Das ist... Genau, das macht das. Ich glaube, wir müssen da irgendwas raufstellen. Ich glaube, die Vase dürfte... ausreichen. Um als schwere Auflage für diesen Schalter zu dienen. Oh, und diese ganzen Wandmalereien, die Texturen vom Tempel ist einfach nur genial. Also ich muss sagen... Ey, warte mal! Aber ist das nicht unser Abenteurer? Wusste ich's doch. Weißt du, wir suchen hier etwas. Wenn wir es nicht finden können, wir nicht zu Hause nach Hause zurück. Hast du auch was zu tun? Dann können wir uns ja eine Weile zusammentun. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich kann ja ziemlich nützlich sein. Wenn du raus willst, kann ich dich ganz einfach warpen. Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Nein. Doch, leider. Wir müssen den komischen Piepmatz mitnehmen. Okay, ich nehme dich ausnahmsweise mit, aber das mit der Freundin, das kannst du mal ganz schnell canceln. Weil das kommt nicht in die Tüte. Ich glaube, mein Öl ist fast alle. Was war jetzt drin? Wofür war das Ganze? Okay, für den Schlüssel. Dann war das Restöl doch noch nützlich.
Ich könnte mal langsam ein neues gebrauchen. Vielleicht hätte ich mir noch Öl einpacken sollen. Naja, vielleicht reicht es dann noch eine Weile. Und sind mir angenehmer als die ziemlich lästigen Feinde hier im Eistempel, muss ich sagen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich sollte vielleicht diese Vase mal mitnehmen, denn... ja, ich kann sie einfach da aufstellen und als Auflage für den Schalter benutzen. So, da gibt es eine Spinne. Du verschwindest mal ganz schnell. Mit der Glocke da oben können wir auch erstmal noch nichts machen. Dazu brauchen wir auch das Dungeon-Item. Beziehungsweise indirekt das Dungeon-Item. Wie ich das meine, das werdet ihr noch erfahren. So, Vase kaputt, denn jetzt wechseln die Türen sich wieder ab. Und wir können einen Raum weiter. Und da war schon ein Gegner. Ein Echsenmann. Ich würde gern einmal meinen Blankziehen ausprobieren, also meine okkulte Technik. Ah! Wie gesagt, es ist eine riskante Technik, weil ja, wir das Schwert wegziehen müssen. So. Also man kann dabei schon ziemlich live verlieren bei dieser Aktion. Deswegen sollte man beim Blankziehen aufpassen. Rubine sammle ich gerne. So, damit können wir jetzt natürlich wieder den Schalter dort belasten. Ach stimmt, diese Gegner gab es ja auch noch. Ich glaube, die konnte man mit Bomben sogar erledigen. Die kenne ich nämlich noch von Ocarina aus dem Wüstenkoloss, glaube ich. Na, solange er nur da bleibt, ist es in Ordnung. Wenn er mir zu nahe kommt, muss ich ihn leider töten. So, Fledermaus! Nennt sich, glaube ich, das reicht noch über Skyward Sword. Frost und Eisbeißer oder so. Ja, das meine ich, dass das Blankziehen manchmal echt gefährlich sein kann, weil man das Schwert nicht da zur Seite hat und wenn man falsch timet, dann hat man ein Problem. Deswegen sollte ich es vielleicht... ich mach's besser mit gezogener Klinge, weil ist mir einfach sicherer. Und den Fangstoß volle Kanne rein. Zack, 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 zack. Da können wir, glaube ich, auch noch nicht rein. Da gibt es aber einen schönen Geist drin zu finden. Das merke ich mir, denn wir brauchen, glaube ich, nur noch einen einzigen. Da können wir noch eine neue Flasche uns holen. Das war jetzt epic. Das war jetzt richtig epic. Ach, die Gegner, ja. Die können auch ziemlich nervtötend werden. Ich will gerade mal was versuchen mit den Dingern. Vielleicht kann man die töten, wenn man oben das Ding... nee, klappt nicht. Da brauchen wir wohl was anderes. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal weiter nach oben. Gut, können wir anscheinend nicht, obwohl doch können wir, weil guck mal den Rand, da ist wieder eine Schiene und das heißt, wir packen unseren Blade aus. Nein, nicht den Morgenstern, den Blade.
Richtig. Zack. Schon sind wir oben. Was muss man hier nochmal machen? Ach ja, stimmt. Das war so eine Art Fahrstuhl hier. Alles voller Spinnen hier unten. Das scheint Elektrospinnen zu sein. Glaube ich jetzt einfach mal. Die scheinen irgendwie von mir abzuhauen, vermute ich gerade. Also irgendwas ist an mir, das ihnen nicht gefällt. Oder ist es die Angriffsstellung? Die mögen mich nicht. Egal. Soll mir recht sein. Die stehen einfach nur im Weg. Oh, wie wahllos wir einfach nur kleine Spinnenviecher abschlachten. Das sind jetzt sozusagen, glaube ich, Metallspinnen oder so, deswegen. Und außerdem stehen die mir gerade gewaltig im Weg. Und blockieren bestimmt meine Arbeit, wenn ich mit dem komischen Metallklotz da oben hier reinkomme. Zack, zack, zack. Und zack. Okay, das war anscheinend wichtig, das gemacht zu haben, denn jetzt ist das komische Stromnetz hier weg, also Stromdingens. Das heißt, ich kann hier bestimmt irgendwo dieses Teil ablegen, da hier bestimmt irgendwo so ein Schalter ist, oder? Sieht gerade nicht so aus. Kann ich wieder nach oben oder? Das ist praktisch. Das fungiert wie ein Licht. Fungiert wie ein Lift, das Teil. Man kann damit jetzt, glaube ich, noch höher. Ich glaube, das probiere ich gerade mal aus. Ja, kann man. Dann haben wir so ein Teil. Da können wir aber erstmal auch nichts machen. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Dungeon-Item. Um hier irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Schlüssel haben wir, glaube ich, noch nicht. Dann ist das Erste, was wir brauchen, ein Schlüssel. Stimmt, ich sollte vielleicht mal darüber, auf die andere Seite, weil da ist ja auch noch eine Tür, das war jetzt knapp. Ah, jetzt verstehe ich, wofür das Eisenteil war. Okay, dann Kommando nach unten und das Eisenteil geholt. Jetzt verstehe ich, und eine Vase brauchen wir auch. Zur Belastung von den beiden Schaltern da oben. Ganz schön stark, Link. Ganz schön stark. Okay, das war jetzt nicht ganz so stark. So. Na, okay, wir können ihn gleich drin schmeißen.
Muss ich eigentlich gar nicht. Erst. Okay, wir können. Müssen es doch im Viren tragen. So, du bleibst erstmal hier. Ich muss noch eine Vase holen. Als zweites Gewicht. Die sieht zum Beispiel gut aus. Dankeschön, dass du gerade meine Vase zwerbert hast. Hier ist es mir doch ein bisschen zu gefährlich für die Vase. Nehmen wir doch einfach mal die. Da kann gar nichts passieren. Die ist auch schwer genug. Müsste reichen. Ich weiß genau, was du gerade vorhattest, du komisches Laseraugenteil. Du wolltest mich ganz bestimmt abschießen von meiner Vase. Ja, den Strich habe ich dir gemacht. So. Jetzt haben wir nämlich zwei Gewichte und können oben die Schalter. Mit Gewichten beschweren. Und als allererstes nehmen wir mal die Vase. Wenn sie denn nicht kaputt geht. Was sie natürlich genau tut. Verflixt. Ich brauche bestimmt so ein Vasenteil, würde ich mir fast sogar denken. Oder auch nicht, weil hier ist auch noch so ein Teil. Okay, vergessen wir die Vasen-Idee und nehmen stattdessen das hier. Das ist doch gleich tausendmal besser als so eine langweilige Vase. Oh, was mag jetzt passieren? Der Raum ist zu.